Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute macht mich Fisch an. Fisch aus dem Backofen und dazu soll es geben einen Kartoffelsalat. Ich kenne den Kartoffelsalat ja eigentlich aus Norddeutschland, so richtig mächtig mit Mayonnaise. Und heute soll es mal den bayerischen Kartoffelsalat geben. Gut, bayerisch dahingestellt. Da könnte man jetzt noch ein paar Kürkchen mit reinreiben oder einen Speck mit auslassen. Der soll heute ganz einfach werden. Essig, Öl, bisschen Zwiebel und eine Brühe. Instantbrühe werde ich da nehmen. Und unser Fisch, den habe ich schon mal aufgetaut, beziehungsweise liegt der schon eine ganze Zeit. Der ist immer noch nicht ganz aufgetaut, das macht aber nichts. Braucht halt etwas länger im Backofen. Als allererstes müssen wir aber die Kartoffeln kochen, weil die brauchen am längsten. Genau. Hier habe ich schon mal, oder bin ich gerade dabei, ein bisschen Kräuterbutter und Butter zu schmelzen. Damit werden wir nachher den Fisch würzen. Aber das werdet ihr alles sehen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt fangen wir mal an und kochen uns unsere Kartoffeln. Als Besonderheit bei den Kartoffeln gebe ich einen Teelöffel Kümmel dazu. So, hier haben wir unsere geschmolzene Kräuterbutter. Die werden wir uns etwas würzen. Salz, etwas Pfeffer, etwas Zitronensaft. Den Fisch, den machen wir auch ein bisschen Zitronensaft drüber, ein bisschen Chili. So, hier haben wir unsere gemischte Kräuterbutter, also Kräuterbutter und normale Butter, Salz, Pfeffer, ein bisschen Chili und den Saft von einer halben Zitrone. Die Fischfilets, die haben auch ein bisschen Zitrone gekriegt und so bleibt das jetzt stehen, bis wir es nachher brauchen. Und damit streichen wir das dann ein. Schmeckt immer gut. So, lassen wir das jetzt mal da stehen. Das muss noch ein bisschen warten. Jetzt kochen unsere Kartoffeln bereits. Die schalten wir jetzt runter und in, ich sag mal, 15 Minuten werden wir den Backofen dann anschalten und unsere Fischfilets reinmachen, sodass das gleichmäßig oder gleichzeitig fertig wird. Es soll ja ein warmer Kartoffelsalat werden. So, Freunde, es geht weiter mit unserem Kartoffelsalat. Die Kartoffeln, ich habe gerade reingepiekst, die sind gut und die werden wir jetzt abgießen, pellen und uns um den Kartoffelsalat kümmern. So, die Kartoffeln sind zur Hälfte gepellt, 4 Stück habe ich noch, aber wir müssen zusehen, dass der Fisch jetzt reinkommt. Der Backofen ist auf 180 Grad vorgeheizt und jetzt kümmern wir uns erstmal um den Fisch. Ein bisschen was geben wir unten auf den Ofenzauberer von unserer Kräuterbutter. Und hier geben wir auch ein bisschen was drauf von der einen Seite. So, dann legen wir den Fisch da drauf. Und er kommt so da drauf, dass alles ein bisschen gut verteilt ist. Von oben drauf kriegt er jetzt ordentlich von der Kräuterbutter. So, das war's schon. Und jetzt schnell in den 180 Grad vorgeheizten Backofen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die Temperatur nicht zu hoch wird. Lieber etwas weiter runter gehen. Der soll ja nicht gebraten werden, der soll ja nur gar ziehen und ja, gedünstet werden, mehr oder weniger, ohne Deckel. Man hätte es auch in der Ofenhexe machen können, abgedeckt, aber ich denke, dass das hier genauso gut funktioniert. Also wir haben jetzt hier ja, so 175 Grad. So, stellen wir uns mal die Uhr auf 15 Minuten und dann schauen wir noch mal rein. So, hier haben wir einen Salz-Pfeffer-Mix. Extra noch mal ein bisschen Salz.
Achtung, wir haben noch die Brühe. So, davon geben wir jetzt gleich ein bisschen was dazu. So, das ist das erste Mal schon. Ja, die nimmt das schön auf. Hier einen milden Essig. Zwei Esslöffel sind das ungefähr. Probieren wir mal. Mhm. Ja. So, Pfeffer noch und ein bisschen Salz. So, den Kartoffelsalat, den haben wir kräftig abgeschmeckt, also da darf schon was ran. Achtung, wir haben ja auch das Salz in der Brühe, aber er darf jetzt schon oder noch richtig kräftig schmecken. Das wird sich noch ein bisschen verflüchtigen, wenn er jetzt etwas steht. Mhm. Der Essig ist gut, Salz, Pfeffer ist dran. So lassen wir es mal stehen, bis der Fisch fast fertig ist. Und dann kommt erst das Öl ran, weil wenn wir jetzt das Öl rangeben, dann ist es abgeschlossen. Also dann zieht da nichts mehr in die Kartoffeln ein und deswegen lassen wir das mal so 3-4 Minuten stehen. Wir können mal einen Blick zum Fisch werfen. Der sieht nämlich auch schon gut aus. Das Licht aus, dann sieht man es besser. Der ist auch schon fertig. Das waren jetzt genau 11 Minuten. Wir schalten jetzt die Temperatur runter auf 150 oder noch weiter, 130, 140, sowas. Der wird fertig sein. Wir müssen jetzt noch den Kartoffelsalat abschließen und da war es das schon. In den paar Minuten hat die Kartoffel das schön aufgenommen. Seht ihr das? Jetzt geben wir ein neutrales Öl dazu. Zwei Esslöffel. Schauen wir mal. Eine Prise Zucker. So, jetzt haben wir es tatsächlich noch geschafft. Der Kartoffelsalat ist soweit angemacht und unser Fisch war jetzt 15 Minuten drin. Und den schauen wir uns jetzt an. Ich glaube, dass der mit 15 Minuten absolut genial ist. Das schaut nicht verkehrt aus. Kaum Eiweiß ausgetreten. So, ihr seht, da ist kaum Eiweiß ausgetreten. Das sieht also ganz hervorragend aus. Schauen wir uns den mal an. Ja, mega. Ich freue mich schon wieder. Habt ihr das gesehen? Der Fisch mit 15 Minuten, perfekt. Also, der war jetzt 11, 12 Minuten auf 180 Grad drin, nicht ganz 180 Grad. Dann runtergeschaltet. Man könnte auch da den Backofen schon ausschalten, der zieht dann gar. Und jetzt ist der schön glasig. Und ihr seht, habt es ja gesehen, da ist kaum Eiweiß ausgetreten. Und jetzt habe ich wirklich einen Fisch, der nach Fisch schmeckt. Ich nehme uns nochmal so ein Stück da weg. Das ist ja Wahnsinn. Mhm. Der schmeckt richtig gut. Das ist Dorsch. Ist das Dorsch? Nee, Kabeljau. Kabeljau. Und der schmeckt jetzt mal richtig nach Fisch. Also es macht mir richtig Freude. Gut. Das war's, eine relativ schnelle Geschichte. Kartoffelsalat, ja sowieso, braucht am längsten. Und der Fisch, Bombe. So, das war's von meiner Seite. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Ich mache euch noch ein schönes Bild vom Teller. Und es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Macht es gut, ciao, bis zum nächsten Mal.